Dankeschön. Wer hat uns Wir stellen das Mikrofon mit dem Ständer näher an die Bühne. Kannst du gerne machen, aber lass das Mikrofon machen. Weil ich habe jetzt alles am Laufen. Soll ich dir das machen, ohne das abzustecken? Sollst du verlängern? Mach's raus. Das mache ich ja gerade. Noch nicht. Erstmal. Ja, es geht jetzt aber los, deswegen. Ja, ich weiß es auch nicht. Hättest du mich vor 20 Minuten mal machen lassen, hätten wir das jetzt nicht. Aber du musst ja immer alles besser wissen. Arschloch. God, this dude. He knows everything. They're all in use. They're standing up there. I'm winning too. You think so? They got one on the field. They need that. They need that. Where are the three mic stands standing there without microphones on it? Two. Or two. Can you ask Mr. Somebody if we need one of these? Then we can utilize that. See the elementary school. You think you can make it back in time? Hast du? Fast. Du musst noch einen Ständer suchen. Das Kabel ist schon mal in Ordnung. So, das ultralange Verlängerungskabel steht. Hier, du kannst hier einstecken. Lass es noch drin. Lass los. Lass das Mikrofon noch drin. Kannst du mir mal helfen? Ich will das Kabel unter den Stühlen durchführen, damit das hier nicht im Gang liegt. Hast du den Gang gemacht, Herr Kopf? Unnötig. Wir können das hier unter die Stühle führen. Oder mach das, ja. You're one. You know, it's coming over the speakers anyway. It doesn't. I'm just gonna force that thing in here. It's going over the speakers. Is it? What if we place one of these near the speaker? Or put a speaker here. Nah. Maybe. Nah, but I mean, the cable's not long enough. Johannes! Ja, das kriegen wir auf den Boden. Johannes! This guy's numb. He's not only a big, also numb. Bleibt das genau da stehen? Ich weiß es nicht. Ich denke mal. Kleb's auf dem Boden, komm. Kleb das hier so dran. Ja. Hier.
dir auch ein Stück. Bleib, gib mir ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Sollen wir jetzt rausgehen oder was? Nein. Ich sitze ja nicht. Es fängt an mit Musik. Ach so, ja, gut. Hallo, Oma.
an alle Schüler, Lehrer, Eltern und Angestellte der Deutschen Schule, Freunde, Verwandte, einfach alle, zu unserer diesjährigen Abiturzeugnisvergabe. Mein Name ist Johannes Schmidt und das ist Daniel Vermeer und wir werden Sie heute Abend durch das Programm führen. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ihr habt es geschafft. Eure Abiturprüfungen liegen hinter euch und das Leben in all seinen vielfältigen Facetten vor euch. Euch und euren Eltern, euren Geschwistern und Großeltern und allen Menschen, die sich mit euch verbunden fühlen und die einen größeren oder kleineren Beitrag zum Projekt Abitur 2018 beigetragen haben, einen ganz herzlichen Glückwunsch und gute Wünsche. Auf euch wartet ein neuer Abschnitt in eurem Leben, den es klug zu füllen gilt bzw. galt. Aus vielen Gesprächen mit euch in den letzten Tagen und Wochen weiß ich, dass ihr das Projekt Lebensplanung beherzt angegangen seid und die vielfältigen Wege, die euch offen stehen, intensiv geprüft und die weiteren Schritte überlegt geplant habt. Wir alle wünschen euch, dass eure Pläne und die damit verbundenen Hoffnungen und Wünsche in Erfüllung gehen mögen. Als eure ehemalige Lehrerin und auch als eure ehemalige Schulleiterin bin ich nach der intensiven Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten überzeugt, dass es euch gelingen wird, eure Träume zu leben und dass ihr Schwierigkeiten, die sich bisweilen ergeben mögen, als Möglichkeiten zur Zielanpassung, als Chance zum Wachsen nutzen werdet. Als erster Abiturjahrgang, den die Deutsche Internationale Schule Washington DC verlässt, seid ihr etwas ganz Besonderes und werdet uns in besonderer Erinnerung bleiben. Mit leichtem Wehmut, aber auch mit großer Freude entlassen wir euch heute in eure Zukunft nach einer Ausbildung, die den Leitgedanken Independent Bilingual weltoffen verpflichtet war. Und sind sicher, dass ihr euren Weg als Weltbürger gehen werdet. Viel Erfolg und alles Gute auf eurer Reise. Also, wie es scheint, ist die Videoverbindung nach Berlin heute nicht so gut, aber der Ton war zumindest da. An dieser Stelle bitten wir auch Herrn Böckmann als stellvertretender Schulleiter hier hochzukommen und seine Rede zu halten. Liebe Abiturienten,
Gioventia, liebe Eltern, liebe Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Dr. Buchwald, Vertreter der Deutschen Botschaft, liebe Frau Dr. Ordonez, Vertreterin des Schulvorstandes unserer Schule, liebe Vorstandsmitglieder, liebe Gäste hier und an den Monitoren in der ganzen Welt, ganz herzlich darf ich Sie und euch heute alle hier zur Ausgabe der Abiturzeugnisse begrüßen. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, nachdem ihr gerade gestern das Highschool-Diplom des US-Bundesstaates Maryland empfangen habt, verlasst ihr nun heute in wenigen Minuten unsere deutsche internationale Schule Washington DC mit dem zweiten für euch ganz wichtigen Diplom in der Hand, dem deutschen internationalen Abitur. Beide Abschlusszeugnisse sind Fundamente für eure zukünftige Lebensentwicklung. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein, den ihr da erreicht habt. Herzlichen Glückwunsch zu eurem Durchhaltevermögen, obwohl ihr in eurer Schulzeit sicherlich oft genervt, manchmal vielleicht gelangweilt und oder mit ganz anderen Dingen beschäftigt wart, als Vokabeln zu lernen, Hausarbeiten zu erledigen oder Klausuren zu schreiben, ganz gelegentlich vielleicht auch zu spät oder aus Versehen gar nicht zum Unterricht erschienen seid. Ihr habt trotzdem auch in vielen Sternstunden engagiert, diskutiert, interessante Projekte weiterentwickelt und vorangebracht. Ihr habt sehr gelungene Präsentationen erarbeitet und ganz sicher auch erinnerungswürdige Schulausflüge und Klassenfahrten gemacht. Wie gerne erinnere ich mich da an unsere gemeinsame Fahrt im letzten Jahr nach New Mexico. Ach, ich wünsche jeder und jeder von euch, dass ihr in ganz viele schöne Situationen kommt, in denen euch ganz viel von der Schule und in der Schule Erlebtes wieder einfällt und dass ihr dann herzlich lachen müsst und euch dabei wahrscheinlich sauwohl fühlen werdet. Herzlichen Glückwunsch auch all denen, die euch unterstützt haben. Eure Eltern, Geschwister, Freunde, Verwandte, Lehrerinnen und Lehrer und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Schule. Ja, und jetzt? Ihr wart in den letzten Tagen so kreativ und habt unzählige Gelegenheiten gefunden, euch und eure tollen Erfolge wiederholt und ausgiebig zu feiern. Eure Erleichterung und Euphorie der Stunden und Tage nach den letzten Prüfungen und nach Bekanntgabe der Ergebnisse sind wohl mittlerweile schon ein wenig normaler geworden. Die Locker sind geräumt, eure Bücher sind hoffentlich wieder an die Schule zurückgegeben bzw. gewinnbringend verkauft worden oder sie liegen vielleicht sogar liebgewonnen in irgendwelchen Ecken bei euch und die Hefte und Ordner sind ordentlich archiviert oder vielleicht schon im Müll. Ihr habt euch räumlich und innerlich schon ein ganz schönes Stück von der Schule entfernt, befindet euch aber in einem Übergangsstadium gerade, des noch nicht ganz gelöst sein und auch noch nicht woanders angekommen seins. Das ist ein aufregender Zustand. Hier vermischen sich Freude und Erinnerungen und Neugier auf Neues mit vielen Ideen für das zukünftige Leben, Aufbruchstimmung, Abenteuerlust, ja, aber auch eine gewisse Abschiedsstimmung kommt auf. Vielleicht auch mit ein bisschen Wehmut über eure schöne Schulzeit. Im Laufe dieser Schulzeit habt ihr viele Veränderungen an unserer Schule erleben können, die sicher nicht immer so von euch wahrgenommen werden konnten, weil sie manchmal auch ganz leise und in gewisser Weise zu erwarten waren. Systemimmanente Veränderungen in der Klasse oder in den Lerngruppen, kleinere und große Bauarbeiten zur Renovierung der Schule, viele Lehrerwechsel und sogar wechselnde Schulleitungen. Sicher lässt sich noch vieles andere nennen, was jede oder jeder von euch einzeln etwas anders empfunden und gewichtet hat. Auf eine recht kleine und zunächst unscheinbare Veränderung möchte ich extra hinweisen. Es ist nur ein einziger Buchstabe, der neu zu bewegen kann. Aus der DSW wurde die DISW. Dieses I ergänzt, thematisiert und erfasst eine wichtige Perspektive in der Entwicklung unserer Schule und in unserem pädagogischen Auftrag. Dieses E steht für international, heißt zwischenstaatlich, bedeutet einerseits etwas, was mehrere Staaten und ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger betrifft, andererseits auch etwas, was über Gesellschafts- und Staatsgrenzen hinaus Geltung haben soll. Urheber dieses Begriffes ist der englische Philosoph und Jurist Jeremy Bentham.
der schon Anfang des 19. Jahrhunderts als wichtiger Sozialreformer so moderne Demokratieforderungen wie allgemeine freie Wahlen, Frauenstimmrecht, Abschaffung der Todesstrafe, Tierrechte, Pressefreiheit und die Legalisierung sexueller Präferenzen forderte. Was hat diese Namensveränderung, dieses kleine I, mit uns in der Schule hier zu tun? An der DISW haben wir uns auf die Fahnen geschrieben: Wir erziehen zu Mehrsprachigkeit, Toleranz und Weltoffenheit. Und dieses Erziehen an unserer Schule gründet sich auf gegenseitigem Respekt, Achtung der Menschenwürde und verantwortungsbewusstem Umgang mit den Ressourcen der Erde. Auf dieser Basis entlassen wir euch heute nun fertig bzw. reif in eine Welt, die sich schneller denn je verändert und sich dabei immer weiter und enger vernetzt und somit internationaler wird. Diese schrankenlose Globalisierung und offene Kommunikation werdet ihr in allen Bereichen und allen Aspekten, den positiven wie den negativen, mitgestalten können und müssen. Ihr werdet studieren oder einen interessanten Beruf erlernen, dessen Halbwertszeit schon nach wenigen Jahren erreicht sein wird. So rasant werden sich die Arbeitswelten verändern. Dabei wird die Konkurrenz mit jungen Menschen auch von anderen Kontinenten groß sein. Lebenslanges Lernen, das wird für euch und eure berufliche Realität die Regel sein. Darauf seid ihr gut vorbereitet und ich denke, ihr habt auch gelernt, wie man das genießen kann. In allen Schuljahren durften wir euch, liebe Abiturierenden und Abiturierenden, dabei begleiten, Erwachsener und Erwachsen zu werden. Und unsere pädagogische Arbeit beruhte auf Partnerschaft und Kooperation. Wir wollten und mussten von Eltern und Erziehungsberechtigten dabei unterstützt werden. Und wir wurden und wie. Den tatkräftigen Unterstützern sei an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich gedankt. So wollen wir euch erwachsen werden lassen. Der Wert des Lebens und der Zeit soll euch bewusst werden. Vor eifrigem Studium und harter Arbeit oder gar steiler Karriere besteht die Verantwortung für jede und jeden selbst, für die Gesundheit und für das, was wir oft seelisches Wohlbefinden nennen. Denkt an eure Ressourcen und den verantwortungsvollen Umgang damit. Was wir alle, egal wie alt und schlau, so sehr lernen und verstehen müssen, ist, dass wir verantwortlich und verständnisvoll mit den anderen Menschen und der Natur umgehen können, und um so ein friedliches Miteinander zu erreichen. Ob wir Hilfe von außen, vom Staat, von Nationen oder von der Politik kommt, das ist längst nicht sicher und bei genauer Betrachtung der augenblicklichen und eher stürmischen Weltlage sehr zu hinterfragen. Auf Hilfe hoffen dürfen wir aber immer und erfahren sicherlich dabei, dass Hilfsbereitschaft als Teil der Kooperation in den zwischenmenschlichen und internationalen Beziehungen nötig ist, um einen erkannten Mangel oder eine änderungswürdige Situation oder gar eine Notlage zu verbessern. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nannte im vergangenen Jahr unsere demokratische Ordnung eine Staatsform der Mutigen. Er sagt, wir brauchen den Mut zu sagen, was ist und was nicht ist. Der Anspruch, Fakt und Lage und Lüge zu unterscheiden, das Vertrauen in die eigene Urteilskraft, sie sind das stolze Privileg jeder Bürgerin und jedes Bürgers. Euch, liebe Abiturienten und Abiturienten, wünsche ich beim Erwachsenwerden und Erwachsenensein, dass ihr über das, was euch glücklich und zufrieden macht, mutig, tatkräftig, eigenständig und unabhängig von Medien und politikgesteuerten Einflüsterungen nachdenkt. Dass ihr selbst die Werte und Prinzipien definiert, an denen ihr euer Leben orientieren wollt. Sucht euch eine gute Stellung und Stelle, wo ihr was bewirken könnt und wo ihr Gemeinschaft aufbauen könnt. Im Sinne von Community Building. Lassen Sie mich, werte Festgemeinschaft, abschließend daran erinnern, was unsere Absolventen an unserer Community, unserer Schule, der DISW, erfahren, gelernt und gelebt haben. Unsere Schule versteht sich als Brücke zwischen unterschiedlichen Kulturen und Perspektiven mit deutsch-amerikanischem Schwerpunkt. Wir kooperieren mit amerikanischen Einrichtungen und außerschulischen internationalen Institutionen. Wir hoffen, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, dass ihr dieses Fundament zu schätzen wisst und es nun als mündige Bürger vielleicht ein wenig weiterleben und ausbauen wollt und könnt. Auch wenn es bisweilen das internationale oder auch das persönliche Umfeld beide aus ihrer Sicht für viele und vieles mühsamer oder beschwerlicher können. Seid offen, optimistisch, kontaktfroh und bleibt mit uns in Verbindung. Aber jetzt haut ab, seid mutig, entdeckt die Welt selber, findet dann endlich euer eigenes großes Glück. Adios, amigos.
Musikteil des Abends an mit Sophia und ihrem Bruder Niki. Mein Abi-Zeugnis aus den Händen des damaligen deutschen Botschafters Otto von der Gabelins empfangen.
Ich war dahin umgezogen, weil mein Vater als Luft- und Raumfahrtingenieur damals den Sprung zur Europäischen Raumfahrtorganisation ESA, European Space Agency, wagte und die Familie ihm halt folgte. Also ähnlich sind wahrscheinlich viele von Ihnen auch hier gelandet. Aber egal, ob Sie jetzt als deutscher Expert hier in den USA leben oder ob Sie als junge Amerikanerin oder junger Amerikaner einen Teil oder sogar Ihre ganze Schulbildung an dieser deutschen internationalen Schule genossen haben, diese doppelte Erfahrung, diesen Insiderblick in zwei Kulturen, zwei Systeme, das kann Ihnen niemand nehmen. Viele von Ihnen ahnen wahrscheinlich schon, dass dieser Hintergrund Ihren weiteren Weg entscheidend beeinflussen wird. Manche übersehen es vielleicht auch noch nicht, weil die nächste Weiche noch nicht endgültig gestellt ist und danach ja auch noch viele weitere Weggabelungen kommen. Mich hat der Wechsel von Deutschland ins Ausland und das Aufwachsen mit mehreren Kulturen und Sprachen, ich erinnere mich besonders an die englischen und französischen Schüler im Schulbus, jedenfalls so stark geprägt, dass ich einen international geprägten Beruf anstrebte. Nach Studium in Heidelberg und Paris bin ich dann 1991 im Auswärtigen Amt gelandet und habe mit meiner jordanischen Ehefrau, also noch so ein internationales Element, und unseren zwei Kindern inzwischen in weiteren 8 Ländern gelebt. Und ich würde es immer wieder so machen, weil unterm Strich die positive Bilanz bleibt. Wir sind zwar gerade dabei, unseren Umzug zu planen und gefühlt wird das jedes Mal ein bisschen mühsamer, gebe ich auch zu, aber ich glaube, ich werde es trotzdem immer wieder so machen. Weil unsere Kinder zu Beginn ihrer Schullaufbahn im Jemen keine deutsche Schule vorfanden, waren sie im Ausland immer in internationalen oder amerikanischen Schulen. Unser Sohn hat in Berlin an der Kennedy-Schule bilinguales Abitur und Highschool-Diploma gemacht, danach in Maastricht auf Englisch zu studieren begonnen. Inzwischen baut er in Berlin ein eigenes Business auf. Ob er dann nach dem zweiten Gap Year jemals wieder in die Uni zurückkehrt und den Bachelor abschließen wird, steht in den Sternen, wird wahrscheinlich am Ende vom Erfolg des Geschäftsmodells abhängen. Unsere Tochter studiert an der Tulane University in New Orleans, nachdem sie Highschool-Diploma in Washington gemacht hat. Und sie wird, wenn meine Frau nicht nach Berlin zurückkehren in 8 Wochen, auch hier bleiben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie auf immer oder jedenfalls auf absehbare Zeit in den USA bleiben wird. Und warum erzähle ich Ihnen das alles so ausführlich? Aus 2 Gründen. Das Abitur an einer deutschen Auslandsschule wird in Ihrem Lebenslauf immer hervorstechen, weil diese Besonderheit einfach nur wenige Abiturienten vorweisen können. Und weil es natürlich auch für Qualität steht. Das Abitur an dieser Auslandsschule und in diesem deutschen und amerikanischen Umfeld hatte ich Ihnen, wie ich finde, the best of two worlds vermittelt. Sie hatten das Privileg, sich im Detail mit Geschichte, Kultur, Politik, Wirtschaft Deutschlands und der USA zu beschäftigen. Zwei der wichtigsten Länder dieser Welt, auf die ganz viele schauen, auch im Sinne von Vorbildern. Sie haben Positives und Negatives von beiden Seiten kennengelernt und damit, wie ich finde, einen unglaublich wertvollen Schatz an Erfahrungen gesammelt, um die man sie wahrscheinlich auch manches Mal beneiden wird. Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken. Im Gegenteil, nehmen Sie die besten Erfahrungen für sich mit und machen Sie für sich ganz persönlich das Beste daraus. Denn dieses Beste wird für jede und jeden von Ihnen anders ausfallen. Und das ist gut so, um ein bekanntes Zitat mal anders zu verwenden. Denn, und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, es führen nicht nur immer ganz viele Wege zum Ziel, sondern es gibt auch unglaublich viele sehr unterschiedliche und dennoch genauso erstrebenswerte Ziele. Es gibt so unglaublich viele Arten und Wege, seine Interessen zu verwirklichen. Und ich sage das ganz bewusst in diesem amerikanisch geprägten Umfeld, es muss nicht immer ein Studium sein. Eine Lehre oder eine duale Ausbildung führt oftmals nicht nur zu einem genauso gut oder sogar besser bezahlten Anfangsjob wie ein Bachelor, sondern dieser vermeintlich schlechtere, weil nicht so hoch angesehene Weg kann auch nach einem Abitur noch zu wesentlich mehr Zufriedenheit führen, als wenn man einem traditionellen Bild einfach nur folgt und den klassischen Weg einschlägt. Ehrlich gesagt sind meine Frau und ich da gerade selbst noch in einem nicht immer ganz konfliktfreien Lernprozess.
und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich mit manchen der folgenden Ratschläge, die ja nicht ganz fehlen können, zum Abitur rede, vielleicht bei manchen Eltern unbeliebt mache. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, folgen Sie Ihren Interessen. Tun Sie die Dinge, die Ihnen wichtig sind. Und gestalten Sie Ihr Leben so, wie Sie es sich vorstellen. Schon Pianoman Billy Joel hat gesagt, if you're not doing what you love, you're wasting your time. Finden Sie die Identität und den Weg, der zu Ihren Vorstellungen passt. Am Ende wird Ihre individuelle Persönlichkeit den Ausschlag für Ihren Erfolg geben. Seien Sie dabei aber auch immer offen für Neues. Sinnvolle Anstöße auch zu Kursänderungen, das ist eben schon mal angeklungen, ergeben sich oftmals dann, wenn man sie am wenigsten erwartet. Hören Sie sich Ratschläge ruhig an und tun Sie sich nicht einfach ab, weil Sie sich vorschnell völlig abnabeln wollen, aber bleiben Sie sich treu. Seien Sie sich nicht zu schade, aus Ihrer Comfortzone herauszugehen und was Neues, vielleicht zunächst unbequem erscheinendes, auszuprobieren. Ich habe da gerade das tolle Beispiel von einer Praktikantin in der Botschaft vom letzten Jahr vor Augen, die nach Studium in Schweden gerade in China ihren Doppelabschluss macht und im Herbst bei Google in Dublin den ersten Job anfängt. Finde ich echt cool, diese Offenheit und dieses Internationale. Das war ganz bestimmt nicht immer einfach. Vertrauen Sie bei allem immer darauf, dass auch Rückschläge oder Umwege zum Ziel führen können. Eben ist ein englischer Philosoph zitiert worden, ich nehme jetzt einen amerikanischen. If you're afraid to fail, then you're probably going to fail. Nein, das war Kobe Bryant. Das sagt sich für mich jetzt alles relativ leicht, weil die meisten von Ihnen wahrscheinlich im letzten halben Jahr schon eine Vorentscheidung getroffen haben, wie es vor allem nach dem Sommer weitergehen wird. Ich erinnere mich an diese Phase ziemlich gut, weil sie ja bei meiner Tochter noch nicht so lange her ist und wir sie dabei unterstützt haben. Für einige von Ihnen dürfte das Ziel klar gewesen sein, vielleicht der genaue Weg, beides noch nicht. Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie inzwischen alle die Zusagen bekommen haben, die Sie sich erwünscht haben. Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, bevor Sie nun nach vorne schauen, lasse ich Ihnen noch einen ganz kurzen Schwenk in die Vergangenheit machen. Sie sind wahrscheinlich so ungefähr im Jahr 2006 mit Ihrer schulischen Karriere durchgestartet. Können sich das kaum vorstellen, aber damals existierten viele Ihrer persönlichen Favoriten, wie Snapchat, WhatsApp, oder auch wie auch ohne Smartphone. Denn die kam erst mit dem ersten iPhone 2007 so wichtig in Mode. Wie rasant sich die Welt um uns herum in diesen vergangenen 12 Jahren verändert hat, mögen Sie auch schon daran erkennen, dass diverse andere soziale Medien wie Facebook und Twitter mindestens in Ihrer Altersgruppe schon wieder out sind, obwohl sie nicht wirklich alt sind. Globale Vernetzung, Echtzeitkommunikation, wird man es genannt, und permanente Erreichbarkeit erhöhen diesen Druck auf die Menschen enorm, das erleben wir alle ständig. Das krasse Tempo und auch dieses Ausmaß der Veränderungen gilt aber nicht nur für die Technik, sondern für alle Lebensbereiche. Denken Sie nur an die politischen und wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir seit 2006 erlebt haben. Keine Angst, ich halte jetzt hier keinen politischen Vortrag, aber wenigstens ein ganz kurzer Hinweis auf die globale Finanzkrise, Ungarn, Arten Ausmaßes, eine nicht bewältigte bis jetzt Flüchtlingskrise, Abschied Großbritanniens aus der EU und natürlich auch der jüngste Machtwechsel im Weißen Haus und mit seinen Konsequenzen für die transatlantischen Beziehungen. Aber zurück zu Ihnen, auch in Ihrer ganz persönlichen Welt dürfte sich jetzt bald ziemlich viel ändern. Vielleicht machen Sie im Sommer noch eine schöne Reise mit Freunden, vielleicht ein Praktikum, dann folgt aber vermutlich ein Umzug, ein Move-in-Day in völlig veränderter Umgebung, mit unzähligen unbekannten Gesichtern, haufenweise neuen Pflichten und Aufgaben. Aber, liebe Absolventinnen und Absolventen, ich habe die gute Nachricht für Sie, Sie sind gut gerüstet für diese Herausforderungen, die Ihnen da begegnen werden. Denn Independent, Bilingual, Weltoffen, das Leitmotiv der Schule bringt das auf den Punkt. Sie verlassen diese Schule nicht nur mit diesem guten Gefühl, ein Abiturzeugnis in der Tasche zu haben, sondern Sie haben hier auch ganz besonders dank der engagierten Lehrerinnen und Lehrer eine exzellente Ausbildung genossen, die sie zu eigenständigem, zu kritischem Denken ermutigt, die ihr
interkulturelles Verständnis geschärft haben und sie letztlich auch zum polyglotten Weltbürger gemacht haben, auch dieses Stichwort sehr gefallen. Wenn Sie also nachher gleich Ihre Zeugnisse in den Händen halten und dieses Schulgebäude verlassen, beginnt für Sie ein neues Leben. Ein Leben in Freiheit, aber auch in Eigenverantwortung. Und das hat der amerikanische Autor und Radiomoderator Tom Baudet aus Illinois mal so formuliert. The difference between school and life. In school, you're taught a lesson and then given a test. In life, you're given a test that teaches you a lesson. Also passen Sie auf, bis gestern war notfalls der Lehrer schuld, morgen ist das vorbei. Also nochmals, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch von mir. Es war mir wirklich eine ganz spezielle Freude, oder ist mir eine ganz spezielle Freude, hier zu sein. Ich wünsche Ihnen immer viel Erfolg für den weiteren Weg, egal welchen Sie einschlagen. Und ich bin ganz sicher, dass Ihre Eltern Sie dabei weiter unterstützen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Now imagine, as
after the first time, or the second time, or the 300th time they failed, they would give up. We wouldn't get very far in life. The second step is to remember that no matter how hard it feels in the moment, failure is not the end of the world. In fact, in some instances, it may be the beginning of a whole new bunch of world experiences for you. The next word to keep in mind is perseverance. Figuring out how to work at something despite lots of things getting in your way. For this one, it's also handy to have two things clear. One is that more likely than not, something is going to get in the way of what you're trying to achieve. So expecting bumps might help remind you that that's just part of the road. It's part of the trip, and you just have to keep going. The second is that striving to achieve an individual goal does not need to be an individual effort. Sometimes to persevere, you need a team to help you get through the rough parts. It might be a team of people who cuddle you at night and remind you that you're going to get through this. It might be somebody who makes you breakfast or dinner. It might be someone who supports you in taking an extra class, or someone who gives you time off of your job to study. Whatever it is, you don't have to do it alone. Okay, so now you've already learned to embrace failure, so that if you fall into a ditch, find a broken bridge, or simply completely lose your way, you're all right. You know that this is a part of life. And you also know that whatever happens, it isn't the end of the world. And you've got to keep going despite things getting in my way down pat. That's when serendipity comes into play. Serendipity is about the role that chance takes in shaping our lives in a positive way. The bottom line is, as much as you plan all of these fantastic next steps, some things just happen by chance. You called about your application on the day that somebody so happens to quit the job. A position opens up in something you didn't even think you knew how to do, but it sounds kind of interesting, and they're interested in someone who speaks German and English and knows Latin. Next thing you know, you're launching into a whole new career. So remember, the chance sometimes is in your favor, and when it is, grab the opportunity and run with it. I can tell you, one of my most stomach-dropping failures was failing a medical equivalency exam, standardized test, when I first moved to the United States. Now, you may or may not relate to this, but I suspect you do. When I was learning, we had open-ended exams and oral exams. Failing this standardized test led to me staying at the National Institutes of Health for 2 years longer than I had planned. During those 2 years, I met my husband, and I ended up doing a whole ton of research that I didn't even think was a possibility. I did at some point have to lick my wounds, learn how to take standardized tests, and take the test again so that I could get into the residency training programs that I wanted. But when I was ready, the programs were recruiting me, and nobody was looking twice at my failed exam score. Had I ended up at NIH 15 years later, I went to a conference, met a friend, started chatting, and it so turned out he was mentioning somebody at the Institute needing someone like me. 100% serendipity. So, congratulations again, class of 2018.
May you all fail a lot. Persevere despite anything and grab every opportunity when it pops up. Don't forget the folks around you, your classmates, your teachers, your family and friends. They're there to support you, to hold you up, to tickle you and nag you on this very long journey that I promise will take many turns and that may end up in a place that you didn't even know existed. Auf geht's and all the best. Vielen Dank nochmal, Frau Ordonez. Ordonez, okay, Dankeschön. Als nächstes möchte ich Herrn Müller auf die Bühne bitten. Herr Müller ist nicht nur unser Physiklehrer, sondern in diesem Fall auch Vertreter der Eltern. Und wir sind schon alle gespannt, was er uns zu sagen hat. Liebe Abiturientinnen, liebe Abiturienten, liebe alle anderen. Mir ist die Ehre zuteil geworden, heute ein paar Worte sagen zu dürfen. Und es war die Rede von einer Rede. Dann lese ich auf der Einladung Grußworte. Also, ist ja viel einfacher. Hallo, seid gegrüßt. Willkommen. Servus, grüezi. Bonjour. Privet. Strastiti. Ni hao. Konnichiwa. Und ciao. Eigentlich ist mein Job jetzt vorbei und ich könnte gehen. Aber so schnell werdet ihr mich nicht los. Schauen wir uns mal, wie Lorenz seinen Vortrag hier beginnt. Rost an einer Gabel. Wenn wir einen Vortrag beginnen, denkt immer daran, an die 5 A's. It's not triple A, guys. 5 A's. Anders anfangen als alle anderen. Und Lorenz, dein Einstieg war richtig genial. Ja. Trotz deiner Gabel, du hattest 100% der Aufmerksamkeit. Okidoki. Komm gleich wieder. Alle nur ein einziges Leben. Wir haben die Möglichkeit, dieses Leben zu gestalten, wenn wir unsere Zeit und Energie richtig einsetzen. So, ich frage euch, ist dieses Glas voll? Tabea. Tischtennisball passt ja noch nicht rein. Aber rein, aber es reicht. Ein bisschen was passt noch. Geht noch. Ja, ist das Glas voll? Doch, eigentlich schon, aber. Da passt noch was rein. Ja, ich glaube, ich muss mal rein. So, ist das Glas voll? Nein.
dieses Glas steht für euer Leben. Die Tischtennisbälle stehen für das Wichtige, das richtig Wichtige in eurem Leben. Ja, in erster Linie für eure Gesundheit, für eure Familie, für eure Freunde und für eure Leidenschaften. Die Steine sind wichtige Sachen, aber nicht mehr ganz so wichtig. Ja, die Ausbildung, das Abitur, das Studium, der Beruf. Der Sand, das sind die unwichtigen Sachen. Snapchat, Facebook, WhatsApp, ja, YouTube, Shoppen. Was wäre gewesen, wenn ich andersrum angefangen hätte? Da ist nicht mehr viel Platz für die Tischtennisbälle, für die wichtigen Dinge in eurem Leben. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Ersetzt eure Energie und eure Zeit für die Dinge ein, die wichtig sind für euer Glück. Ja, der Sand, das ist nur Beiwerk. Setzt Prioritäten in eurem Leben. So, heute ist der Tag, auf den ihr 12 Jahre lang hingearbeitet habt. Ja, ihr erhaltet das Abiturzeugnis und lasst mich ein bisschen noch zurückblicken. Das ist alles zeitlich verzögert. Adios amigos, nach 12 Jahren Siesta, endlich. Oh, es kommt zu spät, was dazwischen. Fiesta, okay. Okay, ich sag's dazu. Einiges habt ihr beklagt. Manchmal habt ihr euch ungerecht behandelt gefühlt. Wieso habe ich nur 9 Punkte? Der hat doch 11 Punkte. Ja, dennoch, ich meine, wir, die Lehrer, sind bestrebt, euch gut durchs Abitur zu bringen. Hey, wir haben euch nämlich alle lieb. Pipi. Ja, und man sieht es ja auch daran. Alle haben das Abitur bestanden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Auch, ja, bei dem einen oder anderen war es ja gutes Timing. Ja, aber wichtig für uns ist, dass ihr alle durchkommt. Und das ist das Allerwichtigste. So, nun zu eurem Motto. Manchmal hört man, oh, der ist Good Spirit. Ist nicht ganz so gut. Schauen wir uns mal die nachfolgenden Bilder an. Ich denke, wir sind im 21. Jahrhundert. Okay. Ja, beim Betrachten dieser Bilder habe ich einen ganz anderen Eindruck. Die Exkursionen, die Klassenfahrten, die ihr unternommen habt, ja, die haben einen bleibenden Eindruck auf euch. Die wird euch keiner nehmen können, diese Eindrücke. Ja, und ihr hättet das in keiner anderen amerikanischen Highschool erlebt. Ja, mit 2400 Schülern, das geht definitiv nicht. Seid euch dessen bewusst. Gleichgültig ob Ocean City oder einer Party, bei der ihr euch am nächsten Morgen oder am Abend beim Nachbarn wiederfindet. Auch diese Erfahrungen gehören zum Erwachsenwerden dazu. Und ich kann euch garantieren, eure Eltern hatten dieselben Erfahrungen gesammelt. Teilweise. Für uns Eltern bedeutet das Abitur das Ende eines Lebensabschnitts. Viele unserer Kinder verlassen nun ihr Zuhause, gehen irgendwo hin und beginnen ihr neues, eigenes Leben. Das ist hart für uns, ja, die wir unsere Kinder ziehen lassen müssen. Annika, du wirst mir ganz, ganz doll fehlen. Und das werden auch alle anderen Eltern zu ihren Kindern sagen. Und auch für euch, die ihr das Abitur nun in der Tasche habt. Ihr werdet mit einem weinenden und lachenden Auge in die Zukunft gehen. Ich möchte nicht nach Hause gehen. Das war der Kommentar einer Schülerin nach der mündlichen Abiturprüfung. Ja, ihr verlasst euer soziales Umfeld.
Doch egal, was ihr macht, wohin ihr aufbrecht, vergesst die Tischtennisbälle nicht. Die wichtigen Dinge in eurem Leben. Das Vorspiel, wozu? Studium, Kinder, Beruf, die meisten werden nun ein Studium anfangen. Eine Ivy League University muss es sein, Cambridge oder Oxford. Hey, chillt etwas. Ach, was sind wir dumme Leute. Wir genießen nie das Heute. Unser ganzes Menschenleben ist ein Hasten, ist ein Streben. Ist ein Bang, ist ein Sorgen. Heute denkt man schon an morgen. Morgen an die spätere Zeit und kein Mensch genießt das Heute. Auf das Lebensstufenleiter eilt man weiter, immer weiter. Otto Rotter. Adios amigos, nach 12 Jahren Fiesta endlich. Umgekehrt, Siesta endlich, Fiesta. Nehmt euch Zeit für Umwege. Ein Gap Year. Ja, Work and Travel. In Australien, Neuseeland. Vergesst eure Träume nicht und opfert eure Wünsche nicht dem Alltag. Ja, seid ihr selbst. Findet eure Wege. Vor allem lebt euer Motto. Ja, diese Erfahrungen, diese zusätzlichen Erfahrungen werden euch bereichern, euren Horizont erweitern und letztlich auch zusätzlich qualifizieren. Und eines solltet ihr nicht vergessen, wir leben hier auf einer Insel. Ja, die G1W ist eine Insel. Ja, wir sind alle Privilegierte. Vielen geht es deutlich schlechter. Vergesst das nicht. Lebt euer Leben, geht euren eigenen Weg und vergesst die Tennisbälle nicht. Oder Tischtennis. Kommen wir nun nochmal zu den Lebensknast zurück. Also, die Tischtennisbälle sind geklärt, die Steine, der Sand. Doch wofür steht das? Egal, wie busy und beschäftigt ihr seid. Für ein Bier mit einem guten Kumpel ist immer Zeit. Prost!
So, liebe Damen und Herren, wir freuen uns, hier zu begrüßen
bist der Charmeur der Stufe. Du hast ganz tolle Moderationsleistungen hier hingelegt und ja. Ich fand es toll, dass wir dich da in unserer Klasse hatten. Du hast immer für gute Stimmung gesorgt. Und wenn du zwischendurch immer Französisch und sowas gedacht hast, war es trotzdem für manche wenigstens physisch gut da. Ja.
last but not least, den muss ich vorlesen, weil da saß ich länger dran. In seinem Kopf findet man Zahlen und Schabernack in einem ausgewogenen Gleichgewicht. Hier kommt Timo Zolino.
genau gesehen zu werden. Isabella into what kind of position you're on? You're top actually now.